Nun, Sir, can you tell me... Guten Abend. Kannst du mir sagen, wie das ist mit dem vorherrschenden Arbeitsdruck? Und deswegen wird Stress erzeugt. Das eine ist also, was man gegen den Stress tun kann. Das andere ist, wie man unterscheiden und den Stress des Arbeitsdrucks im Büro hinter sich lassen und nach Hause gehen und ihn vergessen kann. Stress. Weißt du, vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren, als ich zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten ging, sprachen die Leute überall, wo ich hinkam, über Stressmanagement. Ich konnte das nicht verstehen, denn nach meinem Verständnis managen wir Dinge, die kostbar für uns sind, die wertvoll für uns sind. Du willst deine Familie, dein Vermögen, dein Unternehmen, deine Organisationen managen. Aber warum sollte jemand Stress managen wollen? Das ist etwas, das ich nicht verstehen konnte. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass diese Menschen angenommen haben, dass Stress ein Teil ihres Lebens ist. Stress ist kein Teil des Lebens. Stress ist nicht wegen der Arbeit, die du tust. Stress ist nichts anderes als die Unfähigkeit, deinen Körper, deinen Verstand, deine Emotionen und deine Energien zu steuern. Wenn dein Verstand Anweisungen von dir annehmen würde, würdest du ihn gestresst oder glückselig halten. Was ist deine Wahl? Was ist deine Wahl? Wenn dein Verstand Anweisungen von dir annehmen würde, würdest du ihn gestresst oder glückselig halten? Glückselig. Für dich selbst ist es definitiv Glückseligkeit. Was du für deinen Nachbarn wünschst, mag fraglich sein. Aber was du für dich selbst willst, ist doch sicher das höchste Maß an Annehmlichkeit, nicht wahr? Wie kommt es also, dass, wenn du nach Angenehmem suchst, dein Verstand Unangenehmes erzeugt? Stress bedeutet Unangenehmes. Warum schafft dein Verstand Unangenehmes für dich? Dein Verstand sollte für dich arbeiten, nicht gegen dich. Wenn er also gegen dich arbeitet, haben wir gar nichts über den Verstand herausgefunden, ist das nicht so? Etwas sehr Grundlegendes über die Natur des Verstandes haben wir missverstanden, wie er funktioniert und was wir dagegen tun können. Stress hat also nichts mit der Art der Arbeit zu tun, denn wenn du einen Diener fragst, ist er gestresst. Wenn du den Premierminister fragst, ist er gestresst. Er sieht gestresst aus. Dazwischen sind alle gestresst. Welche Arbeit ist also nicht stressig? Es ist nicht die Arbeit, die stressig ist. Du bist es, der gestresst ist. Die Arbeit ist nie stressig, nicht wahr? Es ist nur so, dass dein Verstand keine Anweisungen von dir annimmt. Wir müssen also die Gebrauchsanweisung lesen. Wir haben etwas grundlegend falsch gemacht, was den Umgang mit diesem menschlichen Mechanismus angeht. Es handelt sich um eine sehr komplexe Technologie. Wir müssen damit etwas mehr Aufmerksamkeit herangehen.